Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zum Wochenausblick. Wir schauen jetzt in die Energie der kommenden Woche. Bitte bedenke, es ist kollektiv, es ist allgemein und es kann nicht auf jeden zutreffen. Du kannst aber gerne am Ende der Woche nochmal für einen kleinen Rückblick wieder reinschauen. Was ist hier für die kommende Woche für den einen oder anderen Steinbock wichtig? Der Klee, das kleine Glück und wir haben hier ein wenig Tumulte, der Anker. Es geht hier vielleicht um die Arbeit, um eine neue Verankerung. Aber der Anker kann auch manchmal ein bisschen Unruhe mitbringen, besonders wenn das Wässerchen gerade etwas stürmisch ist. Oh, hier möchte jemand eine ganz große Extrawurst haben. Das Herz. Das Herz ist ja nicht nur die Liebe, es ist auch manchmal das Lebensfeuer. Und gerade wenn das Feuerchen ein bisschen brodelt, ja, die Gefühle in dir ein wenig drohen überzukochen, in Anführungszeichen, und du vielleicht Angst hast, hier deinen Anker zu verlieren, ist es wichtig, klare Entscheidungen zu treffen, schlau zu sein, clever zu sein wie der Fuchs, ja. Denn wenn du zu viel Feuer reingibst, dann kann es passieren, dass du dein Tau verlierst und davon driftest. Passt sehr, sehr gut. Kelch König, gefühlsklärende Energie. Ja, der Steinbock ist ja der Teufel im Tarot. Und ich sage bewusst, der Steinbock ist auch immer so der größte Schattenspiegel für alle anderen Sternzeichen. Er kann wunderbar Schattenthemen aufzeigen, aber stellt sich denen oft selber nicht unbedingt so sehr. Kommt so ein bisschen, ja, der sture, ja, die sture Erde zum Tragen, aber Erde benötigt genauso Wasser, um fruchtbar zu sein. Der Mond. Deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine Träume, deine Begierden, all das möchte hier angeschaut werden. Und auch da heißt es, setze keine Maske auf. Lüge dich nicht selber an. Auch du musst irgendwann mal deine Gefühle klären, damit du dein Wasser dosiert einsetzen kannst. Weil es bringt nichts, im Frühjahr dein ganzes Wasser zu verpulvern und dann hast du über den Sommer nichts mehr, wenn du es eigentlich wirklich benötigst. Ja? Die Justice sagt, es ist Zeit für Erlösung, für Erneuerung, für, ja, für Wachstum, fürs Loslösen von der Vergangenheit, um neu durchstarten zu können. Dir auch bewusst zu werden, dass du neu durchstarten kannst. Und es geht hier gleich weiter mit den großen Arkanas. Wir haben hier zum einen den Pagen der Stäbe. Ein vielversprechendes Angebot, ein Flirt könnte eine Rolle spielen. Auf jeden Fall etwas, was gerne ja in dein Leben integriert werden möchte. Und damit kriegen wir auch die Transformationsenergie hier mit dem Tod. Ja, loslösen von der Vergangenheit und neu durchstarten. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass du in dich hineinschaust, in deine Sinnsuche gehst, das, was dir Freude bereitet, was dein Lebensfeuer weckt. Egal, ob es eine Person ist oder auch das Berufliche, das Geerdete, das, was, das, wofür du eigentlich auch hauptsächlich stehst. Aber für beides benötigst du Gefühl. Und wenn du nicht bereit bist, Gefühle, du kriegst hier die vollen großen Arkanas. Also hier ist definitiv ein Steinbock komplett in der Klärungsenergie. Wenn du nicht bereit bist, Gefühl zu investieren, Wasser zu investieren, dann ist alles auf trockene Erde aufgebaut. Das Fundament, das sickert irgendwann ein. Es ist keine Chance da, irgendetwas in die Fruchtbarkeit zu bringen, ohne Wasser, ohne Gefühl. Der Hermit sagt also, schau mal bitte in dich hinein. Schau in deine dunklen Abgründe. Was muss da genau beleuchtet werden? Und manchmal reicht es auch einfach schon zu erkennen, hey, was ist da mal in der Vergangenheit falsch gelaufen? Welche Person hat da vielleicht so ein bisschen dafür gesorgt, dass du deinen Wasserhahn zugemacht hast und nicht mal bereit bist, Gefühle zu investieren? Und dir bewusst zu werden, weil es ist ja ganz oft die Verstandesebene, dir bewusst zu werden, dass diese Person damals war. Und nichts mit der Person zu tun hat, die in der Zukunft eine Rolle spielen möchte in deinem Leben. Die in dein Leben integriert werden möchte. Aber genauso musst du dich auch in das Leben dieser Person integrieren. Mit dem Turm kommt hier Durchbruch und
Befreiung ins Spiel. Es ist die Reinigung. Und dann fällt die nächste große Arkane, Heilige Mutter. Wirklich den Verstand aufbrechen. Wie gesagt, hier steht alles aufs Loslösen von der Vergangenheit. Ganz der Teufel im Tarot. Nicht mehr länger in Fäden hängen, dich nicht mehr länger selber manipulieren, sondern wirklich schlau sein, dich entscheiden, diese Unruhe rausnehmen und das kleine Glück in dir finden und dein Lebensfeuer zurückfinden. Und mit der Mäßigkeit bist du auch in der Lage, denn dementsprechend Feuer und Wasser gezielt einzusetzen, um es dir kuschelig warm zu machen. Kuschelig warm auch im Herzen. Schöne neue Woche.